Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten YouTube-Reihe The Casting of Frank Stone. Genau, wir werden euch in dieser Reihe komplett alle Verzweigungen in der Schnittraumetage zeigen. Angefangen haben wir hier im ersten Kapitel, wie ihr schon gesehen habt. Ich werde euch nach und nach durch das Kapitel führen, was es für Entscheidungen zu treffen gibt. Genau, ihr seht als allererstes, ihr könnt hier einen kleinen Zwischenschnitt haben, indem ihr das Logbuch findet. Und da findet ihr heraus, dass Sam das gefälscht hat. Genau, dazu müsst ihr eigentlich nur den Dialog, so wie ich, im Hintergrund führen. Also ich habe das so aufgebaut, dass ich euch durch das erste Kapitel mit der Schnittraumetage führe und zwischendurch ein paar Einblendungen reingebe, wie ihr diese Schnittstelle freischalten könnt, wenn es denn nötig ist. Genau, in dem Fall habe ich mir gedacht, ist es ganz sinnvoll, da einmal durchzugehen, damit ihr einfach seht, okay, was müsst ihr machen, damit ihr das freigeschaltet bekommt. Ihr seht jetzt hier oben auch in der Ecke haben wir was gefunden und dadurch haben wir jetzt oben den ja, vorwurfsvoll, wie wir antworten können. Und wenn ihr das auswählt, dann habt ihr diesen kleinen Zwischenschritt freigeschaltet. Genau, und hier würde ich euch noch empfehlen, was macht dich so sicher, dass ihr das auswählt. Dann könnt ihr nämlich Was macht dich so später sicher? auch noch eine weitere Möglichkeit im Dialog mit Tom freischalten. Genau. Dann weiter Eingang zum Stahlwerk. Die Artefakte haben wir jetzt nicht mit eingebaut. Hätte man machen können, aber finde ich jetzt erstmal unwichtig. Genau, hier haben wir zwei Wege. Einmal die Brechstange verwenden oder eben auch die Brechstange wurde zerstört. Das haben 3% zum aktuellen Standpunkt der globalen Leute gemacht. Ist eigentlich relativ simpel. Also habe ich auch erst überlegt, okay, was kann das für eine Schnittstelle sein? Im Endeffekt müsste man einfach nur, ich will es jetzt nicht Quicktime-Event nennen, sondern man muss einfach ja, das Event nicht meistern in dem Fall. Und das haben halt 3%. Ich denke mal, das haben alle mit Absicht gemacht, weil das ist das erste Mal, dass man dieses Event macht. Einem wird es sogar erklärt und deswegen macht das wahrscheinlich auch jeder. Genau, hier ganz wichtig, wenn ihr jetzt dort rangeht an die ganze Sache mit Öffnen R1, dann könnt ihr mit der Brechstange das Ding aufhebeln. Aber wir wollen es nicht, es sei denn, ihr habt natürlich den anderen Weg, dann müsst ihr das so machen. Wir wollen aber die Alternative freischalten. In dem Fall müsst ihr das ganze Ding einfach nur auslaufen lassen. Und das ist auch überwiegend im ersten Kapitel, ja, das, worum es geht. Einfach um andere Entscheidungen herbeizurufen, müsst ihr diese Events eben nicht meistern. Genau. So. Und so werden wir auch fortfahren in jedem einzelnen Kapitel, dass wir schauen, die, die wichtig sind, zu zeigen. Die zeigen wir euch. Ansonsten zeigen wir euch nur die Schnittstellen. Welche dann logisch sind, werden wir dann nicht einblenden, damit das Video auch nicht unnötig weit geht. Genau, hier seht ihr jetzt, dass Tom uns hilft, das ganze Ding aufzuhebeln. So, und das hat uns die weitere Schnittstelle freigeschaltet. Genau, dann gehen wir wieder raus, gucken uns weiter an. Tom vertraut oder Tom schnauzte. Ich mache jetzt hier erstmal Tom vertraut. Da, wie gesagt, macht hier, was macht dich so Was macht sicher? dich Am so Anfang, sicher? ne? Wie ich euch schon gesagt hatte. Und dann kriegt ihr hier oben dieses Ding freigeschaltet. Und dann kann man auch ihm sagen, möchtest du als Säufer in Erinnerung bleiben? Und das gibt euch dann die Schnittstelle, dass ihr das freigeschaltet bekommt. Genau. Schnauzen ist eigentlich auch relativ simpel. Haben wahrscheinlich auch nicht viele gemacht. Ist einfach die linke Entscheidung auszuwählen. Die gibt es auch, egal, wenn ihr das am Anfang auswählt, die gibt es sowieso. Genau, einfach hier frustrierend antworten, dass man das echt überhaupt nicht gebrauchen kann. Und genau, Echt nicht dann gebrauchen. kriegt ihr auch das freigeschaltet. So, zoomen wir wieder raus. Hier sind wir im Gully. Hier gibt es auch wieder ein Artefakt einzusammeln. Haben wir natürlich nicht gemacht, also nicht gezeigt. Genau. Ein kleiner Zwischengap. Man kann die Taschenlampe fallen lassen. Das ja, führt dazu, dass man später auch den Frank Stone nicht blenden kann. Aber ja, müsste man sonst einfach wieder reingehen. Hier müsste einfach das kleine Quicktime-Event nicht meistern. Dann lässt er die Taschenlampe liegen und das ist ebenfalls ein weiterer Weg. Dadurch bin ich aber der Meinung, wie gesagt, könnt ihr nicht Frank Stone blenden. Aber ich glaube, dafür braucht ihr die Taschenlampe. Genau, dann sind wir hier im Ofenraum. Im Ofenraum gibt es auch wieder zwei Wege, 60-40, die Leiter nehmen oder eben die Rampe. Rampe, ja, das ist natürlich logisch. Ich habe jetzt hier in dem Fall den Clip von der Leiter. Das ist nämlich die Auswahlmöglichkeit. Ihr müsst beides einmal machen, aber das ist halt eben cool an dem Spiel, dass man überall reinkommt und das einfach schnell machen kann und eben Wege freischalten und nicht wie bei den
Dark Picture Teil zum Beispiel, dass man überall rein muss und das halbe Spiel freischalten muss. Was ihr mit dem Quicktime Event macht, ist glaube ich egal. Ich glaube, das kann man ja nicht meistern oder meistern. Genau, hier braucht man nämlich die Taschenlampe während des Kampfes geblendet, da einfach alle QTEs meistern und dann habt ihr das. Und genau, 2% ist das Auge auskratzen. Hier ist auch wieder der Fall. Ich weiß gar nicht, ob man die Taschenlampe da in der Hand braucht oder ob sie nicht, also klar, ob man sie dann hat oder nicht. Im Endeffekt müsste man ihm einmal das Ding vom Kopf hauen und dann einfach hiermit ja, wieder auslaufen lassen. Ich glaube, wenn man die Taschenlampe in der Hand hat, kann man das auch auslaufen lassen. Und dann müsste das auch hinhauen. Genau, andernfalls müsst ihr die Taschenlampe verlieren, um diesen Weg freizuschalten. Das kann ich jetzt nicht 100% beantworten. Aber sollte eigentlich machbar sein. Genau, dann gibt es hier schwerer verletzt oder eben vom Rohr gestoßen. Vom Rohr gestoßen ist wieder logisch. Einfach die Aktion meistern und schwer verletzt ist es, dass ihr das wieder einfach auslaufen lässt. Dadurch wird Sam an der Schulter dauerhaft verletzt bleiben. Genau, hier seht ihr auch, ich habe einfach nichts gemacht. Also theoretisch könntest du dich, glaube ich, jetzt mit Viereck wieder raus manövrieren. Auch hier, das läuft ziemlich langsam ab. Also das ist eigentlich vom Spiel vorgegeben, dass man das schon irgendwie meistern sollte. Aber im Endeffekt einfach auslaufen lassen. Dann bleibt das Rohr stecken, fliegt er nochmal schön drauf. Und gleich seht ihr auch an der Seite, dass er dadurch dauerhafte Schäden in der Schulter ja, tragen wird. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das im vielleicht späteren Verlauf des Spiels auswirkt. Ja, wir sind ja auch erst am Anfang und müssen das Ganze nochmal pro Kapitel durchspielen und alle Sachen freischalten. Genau, hier kommen wir jetzt zum Schluss. Stone aufgehalten oder eben gescheitert. Man hält ihn zwar trotzdem so oder so auf, also wird je nachdem erschossen. Die Frage ist halt nur, mit welchem Hintergrund. Wenn ihr die QTEs oder die Aktion alle meistert, dann bleibt das Kind natürlich gerettet. Solltet ihr, so wie ich in dem Fall, das nicht machen, dann genau ist es so, dass ihr dass das Kind in das Feuer geworfen wird und Frank Stone wird am Ende so oder so von Sam hingerichtet. Egal was ihr macht, ihr könnt es jetzt auch einfach auslaufen lassen. Habt ihr die schlechte Erfahrung so gesehen machen müssen, oder ihr macht es halt erfolgreich, dann habt ihr Frank Stone und das Kind, und Frank Stone erschossen und das Kind gerettet. Genau, wenn euch das soweit geholfen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch vielleicht eine kleine Bewertung da lassen, einen Kommentar da lassen. Das hilft uns immer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Kapitel. Bis dahin, haut rein.